Der Förderverein Rettungswesen Mansfeld-Südharz lud am 28. Februar in die Rettungswache in der Lutherstadt Eisleben ein. Der Grund war die symbolische Verteilung von Spendenchecks. Der Verein hatte Spenden gesammelt und vergab diese nun vorwiegend an Feuerwehren des Landkreises, die wiederum diese Gelder zum Beispiel für Ausrüstungsgegenstände nutzen werden. Zu Beginn begrüßte Diplommediziner Klaus Ronald Wendt, der Vorsitzende vom Förderverein Rettungswesen Mansfeld-Südharz e.V., die Anwesenden. Wir haben im letzten Jahr ca. 6.000 Euro Spendengelder für diesen die heutige Spendenübergabe erwirtschaften können. Nochmal herzlichen Dank insbesondere an die Ausbilder, die das ermöglichen, die durch ihre Ausbildung, Ersthelferausbildung und Fahrerlaubnis die Möglichkeit uns geben, hier Geld zu verdienen, was wir dann hier als Spenden ausschütten können. Das letzte Jahr war natürlich Corona geprägt. Die anderen Großveranstaltungen, die uns, sagen wir mal, die Spendenkassen noch etwas füllen, die sind ausgefallen. Brauche ich nicht weiter darauf einzugehen. Und die Spendentätigkeit war auch die Werbung für die Spendentätigkeit, oder wir konnten auch schlecht Veranstaltungen organisieren, um Spenden zu sammeln. Das ist eben unter Corona schlecht, sodass also wirklich nur diese eine Einnahmequelle mehr oder weniger zur Verfügung stand, um diese Spenden zu initiieren. Die Spendenanträge wurden termingerecht eingereicht. Ja. Sie wurden dann in zwei Vorstandssitzungen beraten und in der dritten Vorstandssitzung dann auch beschlossen, sodass wir also dann heute die Spenden auch austeilen können. Wir machen immer Geldspenden, damit das nochmal eindeutig ist. Wir machen keine Sachspenden. Wir sind natürlich interessiert zu wissen, was die Vereine oder die Feuerwehren mit dem Geld machen möchten. Es ist aber nicht bindend. Schließlich bekam die Kinderfeuerwehr Hebra 360 Euro für neue Spiel- und Sportgeräte. Für 500 Euro wird sich die Feuerwehr Städten eine Reanimationspuppe anschaffen. Die Freiwillige Feuerwehr Roßlau investiert die 1.450 Euro in 12 neue Einsatzhelme für die Höhenrettung. 1.500 Euro werden von der Feuerwehr Eisleben verwendet, um ein Zeltlager auszurichten. Die Freiwillige Feuerwehr Wettelrode bekommt 1.800 Euro, um ihre Beleuchtungsausstattung zu verbessern bzw. zu ergänzen. Und 2.000 Euro werden für den Rettungsdienst verwendet, der neue Rucksäcke damit anschafft.